Tag. Hallo. Hier sind's. Der Frosch. Klacks. Die haben hier gerade Gruppensex. Frosch, Duldi, Kurus und Schwein. Und ich komme hier nicht weg. Hilfst du mir mal? Wie soll ich dich denn da wegkriegen? Weiß ich nicht. Nee, das kann ich. Geht auch nicht. So, jetzt geht's. Ah. Ich musste rückwärts und dann kann ich vorwärts springen. So, jetzt das Schwein bei mir, okay. Und jetzt können wir den Duldikurus rausholen. Okay. Wir müssen nicht nahe, wir können müssen nämlich hier nochmal schaden. Wir wollen nämlich Steidefarben haben. Denn. Jetzt werdet ihr gleich wieder erstaunt sein, wo der Dodo herkommt. Wir haben nämlich einen. Dodo. Einen Quetzel geschenkt bekommen. Und ich weiß nicht, warum. Ich kam hier da vorhin hoch. Ja. Und dann stand er da hier mitten drauf auf dem Platz. Wir haben ja noch mehr Treibmitglieder. Die haben den wahrscheinlich in Empfang genommen. Der ist nämlich, da kommt jemand. Nein, das ist das Schwein. Scheiße. Na komm. Ich fliege jetzt gerade mal mit dem neuen Quetzel. Ja, wie gesagt, die haben die Familie Feuerstein. Die hatte ich ja schon mal was. Die hatten geschenkt uns immer Sachen. Wir müssen uns mal revanchieren, aber ich weiß noch nicht wie. Das überlegen wir uns. Weil die können sich ja alles herstellen, wir natürlich noch nicht. Und die haben uns dann halt hier diesen. Ach, diesen tollen Quetzel hingestellt. Level 63. Das ist voll der Hammer. Ich bin so glücklich. Ich hätte natürlich den auch gern selber geziemt, aber einen geschenkten Quetzel schaut man nicht in den Schnabel, ne? Oder? Nee, sollte man nicht tun. Punk. Hat so einen lustigen Punk-Kampf vorne. Passt zu Boah, mir. Boah, kann der tragen. Hast du das gesehen? Nee, ich habe die Werte noch gar nicht gesehen. Ach du Kacke. 3000. Wir wollen nämlich jetzt mal in die Berge. Und ich nehme mal Fleisch raus. Dann kann ich das hier hinten mal rein tun. Hier hat jemand die Tür aufgelassen? Nee, doch nicht. Ich wollte noch was machen. Und. Was wollte ich sagen? Ja, wir wollten in die Berge mit dem Duldikurus, den ja. Also einer sitzt auf dem Duldikurus, der trägt den und der andere farmt halt Steine, aber das soll ja nicht gehen. Müssen wir mal gucken, wie das mal. Aber der kommt trotzdem mit, weil der so toll tragen kann. Doch, das geht. Das haben wir doch gemacht. Nein, das ging nicht. Mit dem Duldikurus ging es nicht. Das ging nur mit dem anderen. Kannst so, du wir nicht... haben hier ein anderes Problem. Ja. Dieses Tor ist weg. Ist die Brücke denn noch da? Wir hatten ja letztes Problem, dass da hinten die Brücke weg war, ein Teil davon. Und heute gucke ich, da war hier das Tor weg. Hier verschwinden also irgendwelche Strukturen. Maximum sind, glaube ich, 6.800. Weiß ich gar nicht. 700, 6.700. Oder 6.700. Aber da sind wir noch lange nicht. Da sind wir auch lange nicht und das ist total merkwürdig, was hier immer passiert. Kannst du mich mal hochtragen und auf das Dach ablassen? Auf welches Dach? Hier? Na, wo die Struktur da fehlt. Da habe ich noch vergessen, Dreieck zu setzen. Okay, danke. Bitte. Wie schnell ist der eigentlich hier? 136. Der hat ja nicht viel Leben, ne? Aber dafür kann er tragen wie Sau. Ne? Was hast du? Wir wollen ja nicht mit ihm kämpfen, er soll tragen. Ja, kämpfen kann er ja auch. Du bist sicher, dass das... Naja. Soll ich dich wieder mitnehmen? Ist fertig? Ich komme wieder runter. Ich bringe ein. Bist du denn hier hochgekommen? Wie hast du das denn gemacht? Ich war auf einmal... Du hast mich durchs Dach gedrückt. Ja. Dann bin ich wahrscheinlich doch oben drauf geblieben. Da stand ja auf einmal Bleib mal oben so. Drauf. Bleib mal so. Ich muss auch ein Foto machen hier.
Ja, ich auch. Ich will auch. Aber ich sehe den, ich sehe mich gar nicht. Hat auch so, kann ich ein bisschen raus. Aber wieder gegen die Sonne, so ein Mist. Naja, so geht's. Vordergrund, macht Bild gesund. Oh, Ich guck möchte. mal, da ist jemand noch da. Ist jemand auferstanden? Wo? Hä? Wo, was, wer? Marandor? Ja, ich kann mir jetzt auf Marandor. den Namen nicht. Da, ja. Er guckt ja aus der Tür. Kann man den eigentlich hören? Ja, kann man schon. Hörst du uns? Ich hatte es aber abgeschaltet. Also, Moment. ich hab das ausgemacht. Ich muss das erst anmachen. Auf euch. Ich muss so viel erzählen. Hallo. Hörst du Erzähl. uns? Ja, Gut. dann ist gut. TS habe ich zwar auch schon gestartet, aber wenn es so geht, ist es ja auch in Ordnung. Ich gehe auch mal ins TS. Ich komme mal. Schnell, ja, ist auch Ja, da. lass mal bei Na TS, da gut, ist die das ist Qualität schöner, besser. ja. Ja. Wo ist er denn? Da ist er. Da ist sie. Hallo. So, mache ich dich hier wieder aus. Jetzt ist gut. Sudele. Und schieß mal los. Ich Bin bin noch nicht gespannt. da. Ich bin auch noch nicht da. Ich bin auch noch nicht da. Hallo. Das waren ja, hallo, ja, das waren ja alles so Sachen, die ich seit gestern Abend so erlebt habe. Also erstmal bin ich ja zu meinem alten Haus geflogen, dann noch mit meinem tollen Franz oder so. Und dann durfte ich feststellen, dass ich in mein eigenes Haus nicht mehr rankomme, an meine eigenen Tiere nicht, an alles nicht Echt mehr. nicht? Die Ja. waren alle rot und stand halt dran, Eigentum von Marandor. Ach so, okay. Zugehörig, Stamm von Marandor. Naja, also ich hatte ja, ich glaube, Finne, du hast mich ja geladen, ne? Ja. Das ging ja auch irgendwie erst schief, die Option, da stand dein Name irgendwie nur halb dazwischen, ich konnte den Text kaum lesen. Also das eine war dann am Ende, ich meine, hinterher ist man immer schlauer, sozusagen die Einladung annehmen und das andere war irgendwie die Stämme verknüpfen oder irgendwie sowas. Und das hätte ich wahrscheinlich machen müssen. Ich habe dann zumindest heute Vormittag mal im Chat gefragt und irgendeiner meinte, nee, da komme ich nicht mehr ran. Sonst war ja meine Idee, ich gehe einfach kurz raus, Ja. dann hätte ich sie ja wieder. Und dann laden wir nochmal und dann verknüpfen. Also ob das wirklich nicht geht, weiß ich nicht, aber es könnte natürlich sein. Also ich meine, ich habe ja keinen Stamm erstellt oder irgendwie sowas, aber vielleicht hat man automatisch einen Stamm, wenn man einzeln da ist oder so. Ich Ich habe jetzt keine Ahnung. mal deine Stamm, dein Stamm hier eine Allianz gebildet. Jetzt Das steht geht schon. hier Marandor, ein Stammmitglied. Ja. Vielleicht Naja, das war geht ich ja das ja eben. jetzt. Ich Das weiß es könnte nicht. natürlich sein, das war auch eine Idee. Und dieser, das Problem ist halt nur, in dem Stamm ist ja momentan keiner drin, der das irgendwie annehmen könnte oder so. Ja. Gut, wenn es letzten Endes so wäre, wäre das jetzt eigentlich auch nicht ein Beinbruch. Ich meine, klar, da hat er irgendwie zwei Häuser und die paar gezähmten Tiere, aber so schlimm ist das ja auch nicht. Und den ganzen Kram, den ich hatte, ja, was soll's, dann ist es halt so. Aber naja, ich meine, viel spannender ist ja, was denn heute früh passiert. Ich habe da hinten den Fluss, also hier so den Fluss runter, also vom, na, sag mal, Wasserfall weg, Ja. habe ich dein Haus gebaut und oh, war ganz eigentlich ganz witzig. Da habe ich mir dann noch einen neuen Dido gezähmt und ja, dann kamen da ab und zu so Käfer angerannt, aber kein Problem, der Dido hat die immer alle gleich umgehauen Ja. und war soweit alles eigentlich super. Und boah, ich weiß nicht, das war irgendwann so um Mittag oder so. Plötzlich kam Skorpion angerannt. Ich denke, was ist denn jetzt los? Wo kommt der denn plötzlich her? Der hat mich natürlich auch erwischt. Ich bin dann zwar noch ein Stückchen weggerannt, anscheinend weit genug, dass er dann irgendwann von mir abgelassen hat, aber er hat mich trotzdem betäubt. Und naja gut, dann liege ich so am Boden rum und ich habe, glaube ich, alles in allem, ich würde mal schätzen, so an die 30 Sekunden rumgelegt. Na, vielleicht sind es auch nur 20 gewesen. Aber wie gesagt, erst hat man kein Glück und dann kommt noch Pech dazu. Du glaubst es ja nicht, in genau diesen 20 Sekunden, was taucht da auf? Ein Rex. Ach In dem nö. Moment, wo ich unten rumliege und absolut nichts machen kann, kommt da plötzlich ein Rex angerannt. Und ich denke, das gibt's doch gar nicht. Was soll das denn jetzt? Wie kann sowas passieren? Ich muss ehrlich sagen, ich habe vorher bei meinem Spiel schon manchmal gedacht,
also auch wo ich da so im Norden war, alles okay und jetzt kommt da irgend so ein GM und spawnt da irgendwelche Viecher. Ja, nur damit man es nicht so einfach hat. Ja, das hatte ich auch schon den Verdacht. Also ja. Mit dem Skorpion und dem Rex, also ich bin mir so sicher, das kann gar kein Zufall gewesen sein. Naja, was auch immer, was ist denn gelaufen? Ich meine, ich hatte ja denn den Dino da und natürlich auch hier das Flugvieh, den Aero-Dings da. Pteradon. Ach, Pteradon, genau, ja. Und naja, gut, das war eigentlich gar nicht so schlimm. Ich konnte zwar nichts machen, aber das Witzige war, die haben sich irgendwie auf den Rex gestürzt. Und der Rex hat aber eigentlich gar nichts geschafft. Der hat irgendwie immer versucht, mein Dilo zu beißen. Aber ich habe den von Weitem gesehen, als ich dann irgendwann aufgewacht war. Der stand da zwischen seinen Füßen, der Dilo. Und gut, das war ja viel zu weit weg. Ich konnte natürlich jetzt nicht sehen, ob der da wirklich Schaden gemacht hat. Aber nachdem die da bestimmt locker 10, 15 Sekunden gekämpft haben, wenn der Schaden hätte machen können, der Rex, das waren der 56 oder so, dann hätte er den sicher schon längst umgehauen. Ja. Und der Pteradon, der flog so um den rumrum, mit dem hat er sich nicht beschäftigt. Na gut, dann habe ich halt versucht, meine Pets zu rufen. Bin schon leicht panisch geworden, wusste gar nicht, so mit J und mit den ganzen Tasten. Und irgendwie habe ich es aber geschafft. Mhm. Die kamen dann beide an und dann bin ich auf Sprint gegangen und hier hinten reingestürzt. Und naja, dann war ich schon mit dem Flugvieh hier drin und dann kam noch der Dilo angerannt, ja, und der Rex, der war ganz weit hinten oben. Habe ich kaum noch gesehen oder so. Da habe ich halt gewartet, bis mein Dilo reingelaufen ist und in dem Moment warpt der Rex von total weit hinten, zack, bis voll an die Tür ran. Also es war ein lecker Warp. Ich weiß nicht, ob das irgendwo ein Leck oder irgend sowas gewesen ist. Tja, na, was soll ich sagen, natürlich war der Rex denn hier drin. Ich denke, das geht's doch gar nicht. Habe ich mich erstmal ein bisschen umgeguckt, habe gedacht, da bloß gut, die Viecher alle gesichert. Ja, dazu muss man auch noch sagen, ich meine, ihr seht ja da den Dodo da, den hat ja Fred nämlich vorher gebracht gehabt. Den habe ich dann übernommen und der stand hier auch drin. Und ich denke, das gibt's doch gar nicht, so ein Scheiß, was machst du jetzt? Und gut, da habe ich erstmal gesehen, dass alle Häuser zu waren und dass da nichts passieren konnte. Aber dann stand der Rex irgendwann hier vorne drin. Ich glaube, hier bei dem Häuschen, hier sind doch auch Tiere drin, oder? Also diese kleine Dinger. Da sind nur die Käfer drin. Ja, also, Käfer. Also hier, okay. Also da stand er denn drin, eigentlich zwischen dem und der Wand stand er drin. Ja. Das heißt, genau genommen ist es eigentlich nicht ganz richtig. Erst war er hier so und ja, mein Pteradon, der hatte sich irgendwo hier in der Mauer verfangen. Na, dann hat der Rex erstmal den Pteradon umgehauen. Echt? Weil der steckt ja einfach in der Mauer, der konnte gar nichts machen. Und da hat er dann auch den Dilo erwischt, weil der war dann irgendwo nicht mehr so zwischen seinen Beinen. Dann hat er die zwei erst erwischt. Nein, ich bin dann eigentlich erstmal hingerannt auf den Dodo, habe mich da schnell draufgesetzt und bin erstmal hochgeflogen, um den Dodo wenigstens zu sichern. Ja. Das hat auch ganz gut geklappt. Und na gut, dann war ich mit Dodo in der Luft und der Rex, der war da halt bei dem Gewächshaus. Und dann bin ich ja raus und war da drüben, glaube ich, auf der... hier auf der Brücke und hab dann gedacht, na, wenn das denn jetzt so ist, der hat sich da irgendwie verhangen gehabt zwischen Gewächshaus und Mauer, der Rex. Und dann habe ich den halt mit Betäubungspfeilen reingeknallt, habe ich ihm erst 20, die ich noch hatte, reingeschossen, dann hatte ich noch 20 Steinpfeile, die habe ich dann auch in Betäubung umgewandelt und auch noch reingeschossen. Naja, und irgendwann kam dann Morgentau an und meinte, brauchst du Hilfe, soll der Rex weg? Und ich sage, ja, das wäre schon ganz praktisch, weil ich krieg's halt einfach nicht, weil gut, ich hätte jetzt losgehen müssen, neues Material für Pfeile sammeln und wer weiß, ob das irgendwie geklappt hätte, ne? Ich war ja auch völlig unvorbereitet und ich glaube, keine Ahnung, wie viele Pfeile der braucht und dann ist er ja auch nur betäubt, wäre sicher nicht gegangen und da war ich eigentlich ganz dankbar, die stand da zufällig drüben an der Brücke, wahrscheinlich, weil die den vorher gespawnt hatte. Ich bin mir fast sicher, dass die zufällig gerade hier war. Naja, wie auch immer. Ich meinte denn, sie müsse halt rein. Da habe ich hier das Tor aufgemacht und bin dann rausgegangen. Da hat sie aber so lange gebraucht, kam nicht rein, zack, war das Tor wieder zu. Und sagte, du musst das Tor aufmachen. Sag ich, ja, habe ich ja. So, dann bin ich wieder hier rangegangen und stand davor. Das war alles so riesig. Und ich kann es mir so erklären, ich muss den Rahmen erwischt haben. Und ich habe ja nur eigentlich kurz mal E gedrückt, ne? Mhm. Aber irgendwo fiel plötzlich die ganze Mauer samt Tor und allem in sich zusammen. Hier war ein riesengroßes Loch drin. Und im Rucksack hatte ich halt gerade noch diesen Rahmen. Da hat dann offensichtlich den Tor und das alles weggehauen. Und ich hatte den Rahmen oder diesen Torbogen. Ich glaube, das sind ja drei Sachen, Rahmen, Torbogen und Tür im Rucksack. Und ich denke, das kann doch gar nicht sein. Ich habe das doch gar nicht angeklickt. Aber na gut, das war halt so.
Na gut, Morgenthau hat dann halt den Rex weggemacht, damit war die Sache durch, aber tja. Oh Ich habe dann Mann. irgendwo versucht, das Ding wieder, das hatte ich ja noch. Ich weiß gar nicht, ob ich Witzig. das richtig hingesetzt habe. Bin ich mir gar nicht sicher. Erst habe ich noch überlegt, lässt es lieber bleiben. Ich habe dann Das erst ist. nämlich noch Nö, eine. ist gut. Ich habe dann erst nämlich, weil das hatte ich ja am Sieht ganz Anfang, okay hatte aus. ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich das im Rucksack hatte. Ich stand ja nur hier vor, plötzlich fiel alles über mir zusammen. Und dann habe ich erstmal Holz gesammelt und hier so ein paar Holzwände, so zwei Etagen vorgebaut. Aber es hat natürlich nicht gepasst, weil da war hier links so eine kleine Lücke und rechts eine kleine Lücke und dazwischen waren so drei Holzwände Ja. nebeneinander, so in Doppel, also sechs Stück. Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, oh, ich habe das Ding am Rucksack, dann habe ich das Holz wieder abgerissen und da das Ding reingesetzt. Ja, jetzt ist gut, Dann habe ich ja. gedacht, da fehlt ja Oh noch das Mann. Tor, dann habe ich Dido-Tor gelernt in Stein, aber das passte nicht. Nee, Und das ich ist ein glaube, da fehlt irgendwie noch spezielleres. ein Rahmen oder irgendwie sowas, Nee, ich weiß das nicht. ist ein anderes Tor. Das ist hier von dem Gate-Mod. Nee, das ist doch von dem Gate-Mod. Ach Da so. kommt sowieso wieder diese Zugbrücke hin. Aber ist auch Ja. egal, wir wollen, müssen Ja. ja eh noch umbauen. Ja. Gut, das Naja, Tor muss ich halt jedenfalls, nochmal neu okay. bauen, das macht Das ist aber, aber nicht so das schlimm. ist nicht so schlimm. Ja, naja, gut, aber ich, Ich meine, dann bei ist ja der alles Aktion, dann. die du da erlebt hast, Das da war kann man echt das spannend und verschmerzen. aufregend. Also, die Story ist mir drei Tore wert, Ja, wirklich, echt krass. mindestens. Tja, leider hat es dabei nicht mehr so gut. Dido habe ich einen neuen mir denn hier geholt. Wobei, eigentlich ist es schade. Ich hätte zu gern den, den ich bei meinem anderen Haus hatte. Der war eigentlich noch viel größer, so 20, 30 Level. Aber naja, ist ja egal. Die kriegt man immer nur um den Pteraton. Das ist natürlich mega schade. Nachdem ihr die mir gestern hier so schön vor die Pfeile oder Flinte gelegt habt, zack und tschern, ist er weg. Ja. Ich meine, das steht ja auch im Chatlog alles noch drin, was da so gelaufen ist, aber. Boah, der Husten ist wieder übel. Naja, was auch immer. Aber meine Fresse. Ja, so Ja. witzig. Man, hast ja Sowas schon kann man ja ordentlich alles was erlebt. erleben. Zum Glück hast du den Dings hier, den Quetzal gerettet. Das ist Ja, schon das mal. ja, das Das war dann wäre schon sonst okay. richtig kacke gewesen. Ja, das wäre eigentlich schade. Ja, wobei, wusste ich jetzt auch nicht so ganz genau. Ich muss sagen, ich habe dann, ja, wie gesagt, nach der ganzen Aktion habe ich den dann halt hier drinnen abgesetzt. Ich habe ja erst versucht, mit dem oben reinzufliegen, aber der ist ja viel zu groß. Ja. Das geht nicht. Also zumindest habe ich es nicht hingekriegt. Und dann habe ich ihn halt hier draußen abgesetzt. Ich habe den ausgelockt und irgendwie so eine Stunde später eingeloggt und da war der Dodo weg. Ich sage, das gibt's doch gar nicht. Und war aber keine Meldung. Und dann habe ich ihn gefunden, der war hinter der Zugbrücke, also hinter der Brücke rechts auf dem anderen Ufer. Das ist da gefährlich, da muss man aufpassen. Das hat er vorhin auch Tja, gemacht aber. hier, ne? Der fliegt auf Ja. einmal los, oder? Ja. Und setzt sich Deshalb dann da ist die hin. Frage, ich weiß ja nicht, was ich da hätte machen müssen. Ich habe natürlich Folgen ausgemacht, aber ich habe den auch hier ausgelockt. Ja. Aber keine Ahnung. Ne, ist schon okay. Da saß hier noch, als wir hier Gibt's da ankamen. irgendwas wie hier, bleib hier sitzen, flieg nicht Ein, rum oder eigentlich so? sollte er das nicht tun, aber die kriegen das manchmal im Kopf, dass die einfach mal abhauen. Weiß ich auch nicht. Der müsste sonst unten in die Höhle rein. Ja, Der. aber wir müssen da wirklich ein ganz, ganz großes Tor machen, so wie Erdnussflip das vorgeschlagen hatte, von dem, Ja, von dem anderen Mod ja. da, ne? Von dem. Ja, das macht mir auch. Das machen wir. Naja, ansonsten, ja, gut, meine, das war, wie gesagt, das war aber nur das eine Mal. Ich habe im Prinzip, weil ich noch so ein paar andere Sachen nebenbei zu tun hatte, habe ich immer mal so alle 1,5 Stunden ein- und ausgeloggt, immer mal geguckt, Ja. ob ihr schon da seid oder so. Und nur beim ersten Mal war der Barer weg. Und ansonsten war er dann eigentlich immer wieder immer hier brav sitzen geblieben. Ja. Da war noch ein Dilo, der saß da hinter dem Haus da, wo du geschlafen hast. Den haben wir da unten in den Stall reingestellt, ne? Ach, den Rudi. Den Ja, das ist Rudi. meiner. Das ist der neue. Ja. Das ist, eigentlich ist das jetzt schon Rudi der dritte. Rudi der erste ist ja noch bei meinem alten Haus. Ja. Aber ich denke, den werde ich nicht mehr kriegen. Ja, wie gesagt, jetzt hast du natürlich kein Flugtier, ne? Moment, da Hast oben du den steht Sattel hier doch. zumindest gerettet von dem Pteradon? Du, wir können ja mal gucken. Bubbedi, Bebedi. Bubbe, was? Na, den Agentavis. Der ist doch eigentlich übrig. Oh, ich habe meine Fackel verloren. Erdnussflip braucht doch keine zwei Nein, Agentavisse. der hat ja seinen eigenen noch. Genau, dann nimm den doch einfach mal. Wir hören dich jetzt nicht, falls du irgendwas sagst. Hilfe! Nee. Bist du noch da?
Ich bin auch da, Entschuldigung. Ja, ich habe gerade mal die falsche Sprechtaste gedrückt. Nee, Entschuldigung. Oh je, naja, wird mir auch noch dran gewöhnen hier, dass das in dem Spiel anders ist, weil die so viel andere Tasten belegt haben. Entschuldigung. Ja, also ansonsten, naja, gut, also ich meine, wenn das ginge, das wäre, ja gut, also wenn es nicht geht, ihr habt ja so viele Sachen im Überfluss. Eben. Aber andererseits habe ich in den paar Tagen natürlich schon ein paar Sachen selbst gesammelt, gerade so einen Haufen Samen und auch ein bisschen Keratin und so ein Kram. Also... Aber ich muss sagen, gut, das ist natürlich, aber man hängt so dran. Ich hätte schon gern meinen ersten Rudi wieder. Dann kann man das ja wirklich mal probieren. Der war schon Level 80. Aber wie gesagt, wenn es denn jetzt halt nicht geht, dann ist es halt so, das ist kein Beinbruch. Ja. Da gibt es ja viel ärgerlicheres dran. Ja, wie gesagt, also, ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn du jetzt hier die Gilde verlässt, ob du dann deine Sachen wiederbekommst. Ich habe ja... Also wenn er da jetzt Allianz gemacht hat, du konntest das direkt machen, brauchst du nicht noch bestätigen. Ja, aber die Frage ist... Nö, ich habe einfach gesagt, hier Stammverwaltung, da habe ich dann Stammallianzen, da habe ich eine neue Allianz bilden, da habe ich Marandor eingegeben und jetzt sagt er ein Stammmitglieder. Hm. Ja, du musst aber ich meine, kurz zu das annehmen Spiel. Allianzmitglieder von Greburg, Allianz Admin, ich weiß nicht. Das ist neu, das kenne ich auch noch nicht. Ja, klar. Ich meine, verstehe mich mal richtig, ich möchte da jetzt wirklich echt nicht unnötig viel Aufwand verursachen, weil ich bin da auch am Schwanken, ob es das jetzt wirklich lohnt. Meine, wenn es da mit ein bisschen Klicken und Namen eingeben getan ist, ist es ja gut. Aber meine Güte, ich kann ja mal hinfliegen und gucken, ob es jetzt geht. Dann könnte man ja nochmal testen, wenn ich es verlasse. Ich meine, es tut ja nicht weh, wenn ich hier kurz rausgehe und dann es geht oder es geht nicht. Und wenn man mich dann wieder lerdet, ist es ja auch okay. Ja, eben. Allerdings, wenn ich denn jetzt hier ein Vieh nehme und dahin fliege und kurz rausgehe, kann ich das Vieh natürlich nicht mehr benutzen, glaube ich, ne? Weil das ist ja ein Greburg-Tier. Also wenn ich ein Du sollst ja nicht rausgehen. Ach so. Naja, du musst ja nicht, aber... Nee, du musst ja nicht rausgehen. Du bist ja jetzt... Ich schätze mal, wenn das eine Allianz ist, dann gehören uns jetzt alle Sachen. Das bezweifle ich aber. Warum? Ich glaube, eine Allianz ist, glaube ich, auch nur jetzt wichtig für PvP, wenn du jetzt gemeinsam mit irgendjemandem was angreifen willst. Kann sein, aber ist ich nicht so genau. Ich weiß nicht, ob man dann jetzt hier alle Tiere benutzen kann. Oder guck doch mal, ob du da irgendwelche Einstellungen noch siehst, dass eine Allianz alles benutzen kann. Warte mal, ich habe da hier irgendwo ein Bett. Wenn ich das nämlich benutzen kann, dann kann man auch bettmäßig dahin teleportieren. Habt ihr hier nicht irgendwo ein Bett? Weil ich hatte mal probiert unten, und in der konnte Höhle. Auch Bett... Der Höhle, ne? Aber ich kann hier, da wollte ich sowieso noch ein Bett reinstellen. Warte, das mache ich mal gerade. Ich habe gerade mal einen Argentavis-Sattel gebastelt. Weil ich glaube, das wäre ein ganz guter Test. Wenn das mit dem Bett nämlich funktioniert, dann habe ich Zugriff. Wenn es mit dem Bett nicht funktioniert, dann habe ich garantiert auch keinen Zugriff. Das denke ich mir auch, dann, ja. Dann brauchst du ja, du hast ja eh keine Sachen dann dabei. Dann kannst du dich da einfach dann... Ach nein, du siehst das ja. Ich habe das ja mal getestet. Du schmeißt... Die Sachen werden ja erst weggeschmissen, wenn du das auch annimmst. Du kannst das ja anklicken, Schnellreise und dann bietet dir die Optionen an. Und das wäre ja die Sache. Ich habe das nämlich gerade von meinem neuen Haus, was ich da gebaut habe, mal getestet. Und da hatte ich dann eben wirklich nur eure ganzen Betten hier. Also 4 Betten hatte ich insgesamt in der Auswahl, wo ich hätte hin teleportieren können. Ja. Und das waren, glaube ich, 3 oder so waren hier in dem Gebäude und 1 war ein bisschen weiter weg. So sah das auf der Karte aus. Und wenn ich jetzt Zugriff auf mein Haus und meine Tiere und mein Bett hätte, dann würde mein Bett da jetzt auch auftauchen. Ich schmeiße mir die Fackel weg. Ja, wo ist Finn denn jetzt? Ich bin in der Werkstatt und wundere mich, dass ich kein Bett machen kann. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich denke, ich habe das gelernt. Nee, kann ich nicht. Ach, dann muss ich auch Schlafsack. Mach du mal bitte ein paar Betten. Wie Betten? Wieso soll ich jetzt Ich kann ja gern ein Bett machen. Das gibt's schon mal. Ja. Kannst du auch machen, ja. Also, da sind genug Sachen drin. Hier sind genug Sachen drin. Für Bett. Also für Betten müssen wir nicht alles haben. Wobei, Bett machst du normalerweise ja eigentlich im Rucksack. Da brauchst du ja keine Werkstatt. Jedenfalls nicht das Einfache. Nein, aber ich hatte nicht genug Kram dabei. Okay, also. Ich denke, du hast das nicht gelernt. Ich habe es auch nicht gelernt. Ich bin hierher gelaufen, habe hier den Kram rausgenommen, habe mich gewundert, ich kann immer noch kein Bett. Ja, warte mal, jetzt gucke ich gerade mal in der Liste nach. Ach, das ist ja eigentlich. Die braucht man ja nicht so offen, da haben wir jetzt halt abgesprochen. Bett, ne? Okay, das meiste habe ich sowieso schon im Rucksack. Ich brauche nur noch 25 Stroh. Stroh gibt es hier kein. Doch, da ist Stroh, alles klar. Hast du Stroh? Wer hat denn da auf die. Also dein Bett sehe ich nicht. Aber vielleicht siehst du das ja selber. Vielleicht kannst du ja unsere Betten jetzt. Weiß ich was. Naja, ich sehe eins auf der Kanoinsel. Warum auch immer.
Weiß nicht, wer das da hingestellt hat. Echt? So, jetzt habe ich das Bett hier. Wo soll das denn hin, oder? Da, wo du übernachtet hast. Nee, das da doch nicht. Nee, hier oben. Dann nicht da, nicht so, da bei Schmiede. Der Schmiede. Also ja, auf dem Bett unten, oben an der Schmiede. Oben ist Wohnraum. Ach so? Das sind noch zwei Etagen. Ich gar nicht. Na gut, dann machst du oben rein. Irgendwo da oben. Hat Finne so bestimmt. Mann, das ist ja eine lustige Story, du. Aber ja, na, kann man was erleben, ne? Das ist echt spannend. Bett keinen Moment. Mensch, mach wieder Licht. Die Fackel ging gerade kaputt. Sollen wir auch mal gucken? Kannst du jetzt was machen? Der Kanoinsel. Mhm. Nee, dein Bett ist nicht da. Ja, vielleicht sieht er das selbst. Ja, das kann sein. Siehst du das selbst? Nee, ich hab's auch nicht. Aber ich muss sagen, jetzt sehe ich ja da fünf Betten. Das da im Süden, das habe ich gestern nicht gesehen oder heute früh, wo ich da. Nö, das kann sein, dass das. Das ist uns auch relativ neu sein. Ich schätze, das ist von Allegra und. Ja, muss das erst neu hingesetzt haben. Die da unten, nee, die wohnen ja eher an der Küste da. Das ist ja nicht. Ich habe ja sonst zwei. Ich habe ja im Norden eigentlich auch noch mein altes Haus, was ich da hingestellt habe. Da ist ja auch noch ein Bett drin. Also an die Betten komme ich nicht rein. Ich denke, da hat das mit der Allianz so nicht funktioniert. Da könnte es wirklich höchstens gehen, dass ich rausgehe und dann wieder Zugriff habe. Ja. Aber. Ja, das könntest du ja machen. Ich habe ja deine. Ich will meine Fackel wieder haben. Scheiße, jetzt brennt dir gleich das Bett ab. Nee. Kann das passieren? Nee, leider nicht. Nee, aber okay. Ist ja also zu schön. Feuer ist noch nicht so implementiert. Aber ich glaube. Ja. Ich habe schon manchmal gedacht, wenn du ein Feuer im Haus machst, so ein Lagerfeuer, das ist da auch nicht gut, aber. Nee, wie gesagt, wenn du dann rausgehst, dadurch, dass wir eine Allianz haben, sollte ja, wir das haben ja wahrscheinlich keine. Weil er mir sagt, na gut, also jetzt, es tut ja erstmal nicht weh, wenn ich jetzt rausgehe, passiert ja erstmal gar nichts. Nö, gar nichts. Dann weiß ich aber nicht, dass. Warte mal, dann mach erstmal was. Nee, dann, weil du ja gleich den Agentavis brauchst. Den hole ich mal raus. Dann ja, gebe ich den frei und dann kannst du den übernehmen. Ja, aber wie gesagt, wir können ja mal gucken. Ich kann ja mal rausgehen und gucken, was dann passiert, ob ich denn wieder Stamm von Marandor 1 oder 2 oder irgend sowas hab oder bin. Ja, wenn das du alleine ja bist, Geschichte. Dann bist du ja quasi. Also, weil wie gesagt, ich habe ja gar kein. Achso, da steht ja Marandor ein Stammmitglied. Aha. Na gut, also ich mache erstmal gerade Stamm verlassen, mal gucken. Was tut mit, ja sonst nicht müssen, die Admins können dir das sonst zuweisen, deine Sache. Da gibt's Befehle für. Das weiß ich. Denn das hab ich auch schon gemacht. Und damit du den hier fliegen kannst, gebe ich den mal frei, ne? Jetzt ist er rot. Na ja, mal sehen, ob ich die anderen Moment. Claimen kann, denn. Moment, warte mal. Kannst du den jetzt? Ja, jetzt steht nichts mehr dran, dass er von Gregor ist. Den kannst du jetzt beanspruchen. Genau. Ja, das hat funktioniert. Das hat so funktioniert, wie ich das mit dem Dodo heute auch gemacht habe. Ich wusste gar nicht, dass das so geht. Ja. Dafür muss man die explizit freigeben. Ja, da gibt's dann gibst irgendwie du frei und dann ist er ja, frei okay, für alle zum Übernehmen. Die sind zwar immer noch gezähmt natürlich, die werden ja, nicht naja, das steht rein, ja. Das ist auch ganz okay. Praktisch. Das stimmt. Das ist schlecht, sehr vernünftig. Ansonsten. Das ist wie bei Handwerkssachen, wenn immer der Hersteller dran steht, finde ich auch echt gut. Und bei den Viechern gezähmt, das ist schon eine super Sache. Na gut, ich fliege dann einfach mal kurz vorbei und guck mal, ob es geht. Und wenn es geht, ist gut. Wenn nicht, ja, dann komme ich zurück und mal sehen. Alles klar. Okay, mach mal. Viel Spaß. Ja, ich habe gestern, ich muss sagen, der Hinflug, der hat ewig gedauert. Ich habe den mitgekriegt, ich habe dann die Strecke ein bisschen optimiert und habe dann immer mal hier die Ausdauer ausgelöst. Also sozusagen das Schnellfliegen und immer mal so ein Stück, dann gelandet, dann wieder schnell geflogen. Hast du Fleisch mit? Entschuldigung. Und da war ich viel schneller. Mhm. Achso, der hat nichts drin. Hier. Du kannst das hier nicht reintun, du kannst es nur hinschmeißen. Hier, ich schmeiß dir da mal was hin, das musst du dann aufsammeln. Moment mal, hier vorne.
Musst du gleich aufsammeln, sonst ist das weg, weißt du ja. Nee, ne? Hinten hinterm Tor ist er. Hier. Im Torrahmen. Hier, da liegt das. Der frisst auch gekochtes Fleisch. Oder du, oder was weiß ich. Könnt ihr euch ja teilen. Aber nicht schummeln. Von der ungerade Anzahl, deswegen. Und er kriegt halt weniger. Gut, und wir fliegen dann mal auf den Berg und holen mal Steine. Holen mal Steine. Genau. Dann machen wir das Tor wieder heil und das andere. Nee, du brauchst mal gar nicht. Wir können ja unten das Tor nehmen. Die Tür. Da passt ja auch. Ist ja die gleiche Größe, oder nicht? Oder? Welches unten? Das ganz unten? Das kriege ich nicht abgebaut. Das andere, das kann ich abbauen, ja. Ja, eben. Aber das ist ja dann keine Zugbrücke, aber das ist auch egal erstmal. Ja. Für jetzt ist es erstmal egal. Und sag mal noch eine andere Frage. Muss man denn beim Fliegen immer so die Taste nach vorne drücken? Gibt es nicht so einen Autoflug oder irgend sowas? Nö. Autoran? Ich hab eine Microsoft-Tastatur, die hat so eine Lauftaste. Also da kann ich die Taste drücken in Kombination mit irgendeiner anderen und dann wiederholt er den Tastendruck automatisch. Das benutze ich dann immer als Automatikflug. Natürlich auch nicht schlecht. Ja, ich habe eigentlich auch so ein Cyborg-Keyboard. Eigentlich müsste das damit auch gehen. Habe ich mich aber noch nie beschäftigt. Ach so.